der beste Freund des Menschen, richtig? Aber selbst die vertrauensvollsten Gefährten brauchen deine Bemühungen, bevor sie dir vollständig vertrauen können. Nimmt dein Hund Augenkontakt mit dir auf? Verlässt er den Raum, wenn du reinkommst? Kaut er auf allem herum, was du besitzt, während du weg bist? Ja, ja und noch ein Ja? Wir haben ein Problem. Heute sehen wir uns 10 Anzeichen an, die darauf hindeuten, dass dein Hund dir nicht vertraut und gehen der Ursache für jedes dieser Anzeichen auf den Grund. Nummer 10. Einschüchterung. Wenn dein Hund den Raum verlässt, sobald du ihn betrittst, ständig jede deiner Bewegungen beobachtet und sich jedes Mal versteift, wenn du versuchst, ihn zu streicheln, hat er wahrscheinlich Angst vor dir und vertraut dir nicht. Warum ist das so? Experten sind der Meinung, dass der Hauptgrund für das Misstrauen eines Hundes gegenüber seinem Tierbesitzer darin liegt, dass dieser sein Tier eingeschüchtert hat. Selbst die wohlmeinendsten Tierbesitzer können manchmal einschüchternd sein, oft ohne zu wissen, dass sie es sind. Wenn dein Haustier dich zum Beispiel einmal zu oft schlecht gelaunt gesehen hat und wenn du dazu neigst, zerstörerisch zu sein, wenn du wütend bist, dann hat dein Haustier dieses Bild von dir verinnerlicht und hat nun Angst vor dir. Es gibt Tierbesitzer, die nicht im Traum daran denken würden, ihren Haustieren etwas anzutun, die aber zu Hause für eine Umgebung gesorgt haben, in der ihr Hund Angst vor ihnen hat. Nummer 9. Alter. Dein Welpe scheint sich jedes Mal zu versteifen, wenn du ihn auf den Arm nehmen willst, um ihn zu streicheln. Warum ist das so? Nun, Welpen sind ihren Tierbesitzern gegenüber nicht sehr vertrauensvoll. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Weil sie so jung sind, brauchen sie Zeit, um eine Beziehung zu dir aufzubauen. Und dir zu zeigen, dass du dich wirklich um sie kümmerst. Du kannst nicht erwarten, dass ein Welpe, den du gerade erst bekommen hast, gleich mit dir kuscheln will. Manchmal weigern sich Welpen auch, das Futter zu fressen, das du ihnen hinlegst. Oder sie fressen das Futter und starren dich dabei ganz besonders an. Lass dich von ihrem Verhalten nicht entmutigen. Sicher, sie vertrauen dir jetzt vielleicht nicht. Aber Welpen brauchen etwa einen Monat, um ihren neuen Tierbesitzern zu vertrauen. Vorausgesetzt, die Tierbesitzer geben sich Mühe. Nummer 8. Unzuverlässige Routine. Wenn die Welt perfekt wäre, gäbe es keine Jobs von 9 bis 5. Wir könnten einfach jede wache Sekunde damit verbringen, mit unseren Haustieren zu spielen und sie daran zu erinnern, wie sehr wir sie lieben. Aber ist es eine perfekte Welt? Leider nicht. Während du die Tatsache, dass du arbeitest, nicht kontrollieren kannst, kannst du deine Routine kontrollieren und wie dein Hund sie wahrnimmt. Wenn du zum Beispiel von 9 bis 5 arbeitest, dann zeige deinem Hund, dass du auch, wenn du morgens weggehst, am Nachmittag wieder da bist. Indem du deinem Tier zeigst, dass du dich an eine Routine hältst und es nicht im Stich lässt, lernt es, dass du es wert bist, dir zu vertrauen. Sei aber vorsichtig. Wenn du nachlässt, könnte dein Hund aggressiv werden, wenn du weggehst oder nach Hause kommst. Nummer 7. Keinen Augenkontakt herstellen. Woran würdest du erkennen, dass du erfolgreich warst und dein Hund dir endlich vertraut? Auf welche Anzeichen solltest du achten, wenn dein Hund bereit ist, dir zu vertrauen? Augenkontakt. Experten sind der Meinung, dass ein verräterisches Zeichen dafür, dass ein Tier anfängt, dir zu vertrauen, die Häufigkeit des Augenkontakts ist, den es mit dir aufnehmen möchte. Wenn dein Hund oft Augenkontakt mit dir aufnimmt, dann funktionieren deine Bemühungen, ein vertrauensvolles Umfeld für ihn zu schaffen. Wenn er dich hingegen immer noch nicht richtig anschaut, musst du dich wahrscheinlich mehr anstrengen oder hast irgendwann nachgelassen. Hunde sind ihren Tierbesitzern gegenüber im Allgemeinen sehr vertrauensvoll und es dauert nicht lange, bis sie dir vertrauen können. Wenn du jedoch einen Fehler machst, geht es wieder von vorne los. Nummer 6. Du verstehst die Körpersprache nicht. Wir haben es geschafft, einen Mann auf den Mond zu bringen. Aber wir können immer noch nicht entschlüsseln, was Wuff bedeutet. Was haben diese Wissenschaftler vor? Auch wenn es eine offensichtliche Kommunikationslücke zwischen dir und deinem Haustier gibt, heißt das nicht, dass ihr euch nicht verstehen könnt. Die einzige Einschränkung ist die verbale Kommunikation. Abgesehen davon versuchen Hunde ständig, dir mitzuteilen, was sie denken und wie sie sich fühlen. Und wie? Mit ihrer Körpersprache. Experten haben viele Stunden damit verbracht, die individuelle Körpersprache von Haustieren zu entschlüsseln, damit du dein Tier besser verstehen kannst. Das hilft nicht nur dir, sondern auch deinem Tier, dich als verantwortungsbewussten Besitzer zu sehen, der es versteht und auf seine Bedürfnisse eingeht. Wenn du zum Beispiel merkst, wenn dein Haustier Hunger hat, zeigst du ihm, dass du weißt, was es sagen will und dass du bereit bist, ihm zu helfen. Natürlich wird dein Haustier dir mehr und mehr vertrauen. Der erste Schritt kommt von dir. Du musst dich über die Bedürfnisse und Wünsche deines Haustiers informieren und einen Weg finden, mit ihm zu kommunizieren. Es gibt bestimmte Zeichen, die dein Tier von dir aufnimmt oder Hinweise, die für euch beide und eure Beziehung individuell sind. Nummer 5. Dich oft wütend sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Erziehung deines Haustieres zu Gehorsam und der Angst, es zu unterwerfen. Das eine ist natürlich ein Tabu.
Wenn du denkst, dass du dein Haustier am besten dazu bringst, auf dich zu hören, indem du ihm Angst machst, dann solltest du deine Beziehung zu ihm wirklich überdenken. Vielleicht sogar deine Denkweise. Sicherlich wird dein Tier auf dich hören, wenn du es einmal anschreist. Aber danach wird es dir nicht mehr viel vertrauen können. Unterscheide zwischen dir und einem Tierbesitzer. Du versuchst, die Extrameile zu gehen und ein Tierbesitzer zu sein, nicht nur ein Eigentümer. Du bist hier der Erwachsene und musst in der Lage sein, eine sichere Umgebung für dein Tier zu schaffen. Das fängt natürlich damit an, dass du sie nicht mit Wut dazu bringst, das zu tun, was du willst. Das sind kleine Schritte, die ein großes Problem lindern. Nummer 4. Streiche, die du gemacht hast. Streiche sind nur dann lustig, wenn alle mitspielen. Oder wenn ihr beide es hinterher kapiert. Glaubst du, du kannst deinem Haustier nach einem Streich sagen, dass es nur ein Scherz war? Es gibt Tierbesitzer, die beim Spielen mit ihren Hunden ein bisschen zu weit gehen. Meistens übertreiben sie es und finden es witzig, wenn sie ihren Haustieren einen Streich spielen. Zum Beispiel, indem sie sich ohne Grund verstecken, etwas für ein Video tun oder sie einfach verarschen. Das mag für dich im ersten Moment lustig sein, aber auf lange Sicht schadet es deiner Beziehung zu deinem Hund erheblich. Dein Hund sieht dich jetzt als jemanden an, der unzuverlässig ist. Er wird jede deiner Bewegungen beobachten und versuchen zu entschlüsseln, was du wirklich meinst. Willst du wirklich einfach den Napf abstellen und weggehen? Willst du dich von hinten anschleichen? Dein Hund versucht dir zu vertrauen und du musst in der Lage sein, ihm zu zeigen, dass du es wert bist, dass er dir vertraut. Nummer 3. Ungeschicktes Belohnungssystem. Der beste Weg, ein Haustier zu trainieren, ist die Einführung eines Belohnungssystems. Das kann in Form von Leckerlis oder positiver Verstärkung geschehen. Wenn du sie jedoch entweder zu oft oder zu wenig belohnst, werden sie anfangen, dir zu misstrauen. Gibt es so etwas wie zu viele Belohnungen? Überraschenderweise, ja. Wenn dein Hund anfängt, dich als jemanden zu betrachten, der ihn nur belohnt, wenn er etwas tut, was normalerweise von ihm verlangt wird. Wenn du deinem Hund beispielsweise jedes Mal ein Leckerli gibst, wenn er aufhört zu bellen, wird dein Hund das Bellen als Anreiz für das Leckerli sehen. Ebenso behindert es das Verhaltenstraining, wenn man den Hund nicht regelmäßig, sondern jedes Mal verwöhnt. Versuche, ein Belohnungssystem zu entwickeln, das sich positiv auf deine Beziehung zu deinem Hund auswirkt und gleichzeitig effektiv genug ist, um dein Tier zu mehr Gehorsam zu bewegen. Nummer 2. Häufige Bestrafungen. Wenn es etwas gibt, das Experten-Tierbesitzern immer wieder gesagt haben, dann, dass Bestrafungen nicht der richtige Weg sind, um dein Tier dazu zu bringen, sich zu benehmen, geschweige denn dir zu vertrauen. Manchmal denken sogar die gutmütigsten Tierbesitzer, dass die Bestrafung deines Tieres ein Mittel ist, um es dazu zu bringen, sich zu benehmen, als Teil des Trainings. Ist das wirklich so? Nicht ganz. Du solltest zwar streng mit deinem Hund sein, wenn du das Gefühl hast, dass sich das Problem im Laufe der Zeit verschlimmern könnte. Als Tierbesitzer bist du auch dafür verantwortlich, dass du deinen Frust nicht an deinem Tier auslässt und es bestrafst, nur weil du schlechte Laune hast. Und Nummer 1. Verstecken oder verbergen. Hast du eine sichere Umgebung für dein Haustier geschaffen oder mangelt es dir daran? Das kannst du daran erkennen, ob dein Hund sich in deiner Nähe versteckt oder nicht. Ein Hund ist eine der liebenswertesten, vertrauensvollsten und freundlichsten Schöpfungen der Natur, das kann man wohl sagen. Allerdings wird ihnen das Vertrauen nicht vom ersten Tag an eingeflößt. Du musst ihnen helfen, den Punkt zu erreichen, an dem sie sich in deiner Nähe wohlfühlen können. Also gut, was musstest du tun, damit dein Haustier anfängt, dir zu vertrauen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, das Video zu liken und Inforama zu abonnieren, um mehr über Haustiere zu erfahren. Wir sehen uns im nächsten Video.